In diesem Videotutorial sehen wir uns die Stahlbauverbindungen an. Dazu nutzen wir die Programme IDEA Statica 22.0, Revit 2023 und Sophistic 2023. In Revit hatten wir das System eingegeben. Dann haben wir hier in Sophistic die Schnittgrößen berechnet. Nun wollen wir zurück ins Revit gehen und hier eine Verbindung modellieren, einen Knotenpunkt, um dann in IDEA die Verbindungsgeometrie und die Schnittgrößen zusammenzuführen, um die Verbindung schließlich zu berechnen. Also schauen wir uns das hier mal an. Es gibt ja Verbindungen im Revit unter Ingenieurbau finden wir dort die Verbindungen. Wenn ich darauf klicke, dann kommen auch hier bei mir schon eine ganze Reihe. Falls das bei Ihnen nicht der Fall ist, breche ich nochmal ab. Dann gehen Sie dort auf diesen kleinen Pfeil, also nicht den, sondern diesen kleinen Pfeil. Dann öffnet sich dieses Fenster mit den Verbindungseinstellungen und man sieht auf der linken Seite die verfügbaren Verbindungen. Kann die markieren, die man haben möchte und dann über hinzufügen hier in das Projekt hineinladen. Gut, also wir gehen auf die Verbindung und wir wollen eine Momententplatte anordnen zwischen dieser Stütze und diesem Riegel mit Steuerung beide markieren, Enter drücken und dann kommt hier auch schon die Verbindung. Da ist sie. Und diese können wir jetzt noch natürlich nach unseren Wünschen anpassen. Ich wähle sie aus. Hier oben gibt es jetzt die Möglichkeit, Parameter zu ändern, wenn das noch ausgegraut ist, also nicht aktiviert ist, dann muss man hier noch das Häkchen setzen, dass wir das Exemplar überschreiben wollen. Dann wird hier das nicht mehr ausgegraut. Wir können es anklicken und bekommen ein Parameterfenster bei mir am anderen Bildschirm. Augenblick, da ist es. Und jetzt können wir hergehen und entsprechend Änderungen vornehmen, zum Beispiel die Blechdicke auf 15 mm ändern. Das ändert sich dann auch hier direkt in der Darstellung. Dann gehen wir auf Schrauben zum Beispiel. Ich möchte keine 16er, mir reichen 12er Schrauben. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier können wir horizontal die Abstände der Schrauben einstellen. Vertikal, ich hätte gerne 3 Schrauben in einer Gruppe. Dann stelle ich das so ein. Ja, sieht jetzt schon ganz gut aus. Das passt noch nicht, das steht noch über. Da müssen wir hier vielleicht die Zwischenabstände noch ein bisschen anpassen. Ja, sieht doch schon besser aus. Und dann hätte ich gerne hier noch Streifen angeordnet. Zum Beispiel obere Streife. Nee, hier oben, Streifen oben hätte ich gerne. Voll. Und unten hätte ich gerne auch angeordnet. Ja, also auf diese Art und Weise können Sie hier das sehr schön im Detail einstellen. Und dann sieht das so aus. Und damit hätten wir die Verbindung schon mal modelliert. Gehen wir zurück in die Statik. Das ist ja dieser Punkt hier. Und die Schnittkräfte, wie gesagt, sind alle schon berechnet. Wir hatten ja hier 7 Lastkombinationen gebildet. Und nun müssen wir die Schnittkräfte irgendwie an das IDEA Statica übergeben. Und dafür gibt es in der Sophistic-Version 2023 einen neuen Task. Und zwar ist das der SAF-Export. Hier haben wir ihn. Wir exportieren also in das Format SAF. Doppelklick. Hier gibt es die Möglichkeit, die entsprechenden Linien oder Punkte auszuwählen. Und hier finden wir die Last
Fälle und Lastkombinationen. Ich breche nochmal ab. Wir müssen natürlich wissen, welcher Knoten das ist. Und wenn ich hier mal reinklicke, sehen wir, es ist der Knoten 1007. Wir werden in einer späteren Version auch hier noch ein Vorschaufenster haben, dass wir den Knoten direkt auswählen können in dieser ersten Version. Hier ist das noch nicht der Fall, aber wir haben es ja auch so herausgefunden. Es ist also Knoten 1007 und wir wollen ja diese Lastkombinationen hier an IdeaStatica übertragen. Dafür gibt es hier noch die Möglichkeit, entsprechend die Achsen richtig einzustellen. IdeaStatica ist schon ausgewählt. Ich sage okay. Und nun wird eine Excel-Datei erzeugt. Das ist ja das Format. SAF schreibt eine Excel-Datei. Das steht zur Verfügung. Jetzt gehen wir in das IDEA, in den Checkbot. Den müssen wir hier öffnen. Habe ich getan. Es dauert einen kleinen Augenblick, bis der geladen ist. Es öffnet sich bei mir auch gerade wieder auf dem, ah ne, da ist es, auf dem zweiten Bildschirm wollte ich sagen. Jetzt haben wir es hier und wir können ein neues Projekt anlegen. Das nenne ich mal Idea Revit Sophistic. So, Projekt erstellen. Und hier oben links finden wir jetzt den Knopf für SAF Import. Den klicke ich an. Jetzt müssen wir den richtigen Ordner finden. Teste es nicht mehr. Ich will es Ihnen jetzt richtig zeigen. Also wir gehen hier in unser Projekt. Da ist die Excel-Datei, die wir gerade erstellt haben. Die SAF-Datei. Ich importiere sie. Dauert auch wieder einen kleinen Augenblick. Ja, erwartet noch, gleich sind wir soweit, da sind wir. Und ja, bekommen genau diese Stütze und den Regel angeboten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Verbindungen, die er jetzt auch gefunden hat. Wenn ich hier durchklicke, sieht man auch immer, welche Verbindung das ist. Und offensichtlich handelt es sich um diese Verbindung hier oben. Es tauchen entsprechend unsere Lastkombinationen auf und wir können öffnen sagen. Jetzt öffne ich also diesen Knoten, diese Verbindung N1007. Dauert auch wieder einen kleinen Augenblick. Und das ist tatsächlich jetzt wieder bei mir auf dem anderen Bildschirm, wo sich diese Verbindung jetzt öffnet. Ich ziehe es gleich rüber, wenn es kommt. Augenblick. So, da kommt es. Da haben wir also jetzt die Stütze und den Riegel und wir sehen hier die Schnittgrößen, die jetzt also übertragen worden sind. Ich gehe nochmal zurück in das Sophistic und rufe hier mal den WinGraph auf. Da habe ich nämlich zum Vergleich mir diesen Punkt auch mal herausgezoomt und dargestellt hier in der Lastkombination 1001 MY, hier VZ und dort die Normalkräfte. Und wenn ich das mal daneben lege, Augenblick, so, hier sind wir wieder, hier, können wir es also vergleichen. Also hier Normalkraft 35,5 und 4, minus 4,8, das finden wir hier genau wieder. Dann VY habe ich jetzt nicht herausgezogen, auch VZ können wir sehen, also minus 4,8 und 28,2 sehen wir hier also auch genau die Werte und das Moment minus und plus 14,4 ist also genau das, was Sophistic übergeben hat, ist also korrekt. Damit sind die Schnittkräfte da. Es fehlt noch die Geometrie. Wir gehen auf den Checkbot zurück und können hier jetzt entweder mehrere Verbindungen direkt oder einzelne abspeichern. Das nennt sich Export zu. Ich nehme jetzt mal nur diese N1007 und ja, wird mir die
hier einfach mal unter Idea Projects in mein Projekt in den Ordner Connections speichern. Damit habe ich die abgelegt und kann das hier wieder schließen. Ja, okay. Ich habe es ja gespeichert. So. Das lassen wir offen. Jetzt gehen wir wieder ins Revit, weil wir wollen ja genau diese Verbindung jetzt auch zu IDEA bringen. Dafür gibt es hier IDEA Statica auch den Checkbot, den ich wieder öffnen kann. Das dauert wieder einen kleinen Augenblick, bis es geöffnet ist. Und dann können wir die Verbindung auswählen. Okay. Ja, mache ich einfach hier eine Verbindung. Hier oben links eine Verbindung möchte ich auswählen. Diese dort, sage fertigstellen. Schweißnähte sollen mitkommen. Ja, okay. Nehmen wir mit. Jetzt wird das Ganze an IDEA Statik übertragen, also die Geometrie. Da haben wir es. Er hat sie identifiziert als Connection One, so nennt er sie. Und ich öffne diese Verbindung. Und dann werden wir gleich, wenn es sich geöffnet hat, sehen, ob die Geometrie aus Revit in IDEA Statica Connection angekommen ist. Öffnet sich gerade bei mir jetzt wieder auf einem anderen Bildschirm, aber da ist es. Ja, sieht zunächst mal ganz gut aus. Ja, das ist also genau unsere Verbindung, die wir jetzt aus Revit hier rübergebracht haben. Gut, die Schweißnähte da oben, ja, kann man noch nacharbeiten. Vielleicht hätte ich die auch schon im Revit richtig einstellen können. Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ist ja auch für unsere Zwecke jetzt im Moment zweitrangig. Ich korrigiere das kurz, mache da einfach aus Doppelkehlnähten Kehlnähte draus. So, da unten ist auch noch eine. Diese dort ändern wir auch noch. So, ging ja auch schnell. Damit haben wir also unsere Geometrie und um jetzt hier die Schnittgrößen hinzuzuholen, sagen wir Anschluss Import und gehen auf unser Projekt in der Revit Sophistic Connections hat es genannt und da ist unsere Verbindung N1007 und diese Schnittgrößen hole ich jetzt also mit dazu und da sind sie auch schon. Hier sehen wir wieder unsere sechs, nee, sieben Lastkombinationen und in der Lastkombination 1 die Schnittkräfte, die wir uns ja schon angeschaut haben. Ja, damit sind wir am Ziel. Alles Weitere ist ja jetzt IDEA-Sache. Aber ich klicke einfach mal auf Berechnen und nehme an, dass er jetzt diese sieben Lastkombinationen hier berechnen wird. Fängt an mit der ersten. Ja, genau. Geht jetzt weiter. Zweite. Ich denke, dass es nicht so lange dauern wird. Schauen wir mal. Ist jetzt hier. Und warten wir es einfach kurz ab. Sechste haben wir hier. Die dritte. Fehlt noch die vierte und die siebte. Jawohl. Vier und noch die letzte. Und dann werden wir ein Ergebnis haben. Ja, da haben wir ein Ergebnis. Schauen wir mal auf den Kartenreiter Nachweis. Sieht alles sehr gut aus.
kann sich das hier im Detail anschauen, aber das ist jetzt, wie gesagt, Ideastatica. Da finden Sie weitere Erklärungen, wie das zu handhaben ist. Ich würde hier mal noch auf den Bericht gehen, um dann daraus vielleicht ein Dokument erstellen zu wollen. Ja, bekomme meine Geometrie mit einem Bild, sehe hier wieder meine 7 Lastkombinationen und die entsprechenden Ausnutzungsgrade und so weiter. Ja, ich denke, das ist eine runde Sache im BIM-Workflow, die Verbindung zwischen Revit, Sophistic und Ideastatica. Und ja, würde sagen, so viel zu diesem Video. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten wiederhören.